Ja, wir sind sicherlich mit dem Auswärtspunkt in Hamm zufrieden mit dem 1:1, sind mit einem sehr kleinen Kader angetreten, hatten dann schnell noch 2 Verletzte, sodass ich nur noch 13 gesunde Feldspieler zur Verfügung hatte. Damit hier auswärts 1:1 zu spielen war fantastisch. Großes Kompliment an die Mannschaft, und dass der Schiedsrichter in der Overtime dann so spielentscheidend eingreift, ist natürlich nicht gut. Und beim 4:3 haben wir dann halt den zweiten Treffer hinnehmen müssen, aber das ist absolut in Ordnung. Für uns ist es ein gewonnener Punkt. Die Mannschaft hat sich wieder fantastisch verkauft und da können wir sicher drauf aufbauen. Wie kam die Verletzung von André Grein zustande? André hat einen Check gekriegt an der Bande und ist wohl mit der Hüfte auf die Bandenkante gefallen oder noch ein bisschen Schläger mitbekommen. War sehr unglücklich. Werden wir jetzt Anfang der Woche im Krankenhaus erstmal untersuchen lassen müssen. Prognose zum Bad Nauheim-Spiel kommende Woche? Ja, ist jetzt noch schwer zu sagen. Müssen wir auch abwarten, welcher Kader uns zur Verfügung steht, wer zurückkommt. Philipp Händle ist sicher wieder da. Die Frage ist, was ist bei den Pinguinen? Lichtet sich da auch das Lazarett? Bekommen wir da den einen oder anderen Spieler? Ist jetzt sicherlich noch zu früh, aber da fahren wir natürlich als absoluter Außenseiter hin und wollen uns dann nur so gut wie möglich verkaufen. Sollte am Ende was Zählbares rausspringen, wäre es sicher eine ähnliche Überraschung wie der Punkt gegen die Frankfurter Löwen. Aber so wie die Mannschaft sich im Moment darstellt, würde mich das auch nicht mehr überraschen. Vielen Dank, Herr Schmitz.